Leider gibt es auch Runden bei Guess the Rank, wo ich absolut nicht zufrieden bin mit der Game Sense. Wie zum Beispiel hier Passing Play und in dem Moment turnst du nach hinten mit einem Half-Lip. Jetzt hier die Chance für dich am Board und du fährst einfach unterm Ball durch. Jetzt nimmst du den Big Boost mit und den nächsten Big Boost. Du musst rein, du musst zum Tor, du brauchst keinen Boost mehr. Der Gegner spielt den Ball jetzt fast vors eigene Tor. Beide gehen nach oben, keiner will den Ball so richtig haben, deswegen toucht ihn einfach gar keiner. Ball ist am Board, Gegner hat den Ball nach oben und auch hier... Es tut mir so leid, aber was soll ich denn dazu sagen? Ja, jetzt den Ball vielleicht nochmal kurz in die Mitte legen als Passing Play zu deinem Teammates. Und dann flickst du in den Ball rein, sodass dein Mate den Ball gar nicht mehr richtig spielen kann. Ja, sorry, wenn ich hier so negativ rede über deinen Replay, aber es sind halt es sind Ideen da, aber die Ausführung stimmt nicht immer, deswegen allerhöchstens Dia 1. War er wirklich Diamond 1? Nein, oh, er war Champion 2.